Ich möchte in meinem eigenen Garten gesundes Obst und Gemüse anbauen. Aber zuvor, bevor ich das in die Tat umsetze, muss ich mir alle Grundlagen und sämtliches Wissen aneignen, weil sonst schaffe ich das ja nicht. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Und in dem heutigen Video möchte ich einfach über das Thema reden, dass die Menschen, bevor sie etwas machen oder etwas tun, sich erstmal sämtliche Informationen aus dem Internet oder aus Büchern raussuchen und bis ins tiefste Detail studieren, weil sie oftmals der Meinung sind, dass sie halt keine Fehler machen wollen und Anfängerfehler vermeiden wollen und dann sehr viel Zeit ins Grundlagenstudium investieren und dann in der Praxis ja, sich erst dann das herantrauen und dann doch mal die Fehler, die dann auftreten oder der Misserfolg dann doch sehr tief ja, sitzt, weil man dann auch sehr viel Vorzeit investiert hat, um alles wirklich perfekt und richtig zu machen. Und das ist halt sehr verbreitet in unserer Gesellschaft. Da bin ich auch darunter gefallen, bevor ich halt mein Abi, genau, bevor ich meine Permakultur und das Gärtnern gestartet habe, sondern habe ich ja mein Wirtschaftsinformatik-Studium durchgeführt und auch mein Wirtschaftsabitur. Und da hat man sich ja auch sämtliche Grundlagen und sämtliche Fälle angeeignet, bis man da wirklich mal in die Praxis gekommen ist und da etwas ja, angewendet hat. Wobei es dann da so der Fall war, dass ich dann zum Beispiel mein Fachpraktikum ca. 5% von dem gebraucht habe, was ich eigentlich im Studium auswendig gelernt habe. Und jetzt sehe ich es halt so, zum Beispiel sehe ich in Facebook-Gruppen viele Leute, die sich mit dem Gärtnern beschäftigen. Das finde ich sehr gut. Und da wollen halt gleich die Leute irgendwie ein Seminar besuchen für mehrere Tage, irgendwelche Vorträge oder Ausbildungen suchen oder zig Literatur durchlesen. Was natürlich auch berechtigt und auch gut ist, dass man sich mit der Thematik beschäftigt. Und natürlich freut mich das auch, dass immer mehr Menschen sich fürs Gärtnern interessieren. Die Grundlagen natürlich sind wichtig, so wesentliche Sachen sich aneignen, aber ich persönlich finde auch, dass man einfach rausgehen und machen muss. Einfach seine eigenen Erfahrungen im Tun machen, weil das ist einfach nachhaltiger und effektiver. Unser Hirn begreift zum Beispiel die Welt und man lernt eigentlich am besten, wenn man draußen aktiv etwas macht, in Kontakt mit Pflanzen kommt, in Kontakt mit der Erde kommt und so seine eigenen Fehler sieht und auch erkennt. Weil zum Beispiel bringt es halt einem wenig, wenn ich jetzt zum Beispiel mich über eine Pfirsich anschaffe und ich informiere mich, welche Krankheiten sie eventuell haben könnte und informiere mich dann dabei noch, welche Maßnahmen ich dagegen präventiv vornehmen kann oder wenn die Krankheit dann eingetroffen ist, zum Beispiel beim Pfirsich die Kräuselkrankheit, was kann ich denn dagegen tun? Und da ist es halt so, man sollte sich da eigentlich weniger Gedanken darüber machen, sondern erst wenn halt der Fall aufkommt, wenn ich halt die Pfirsich schon angeschafft habe und sehe, dass sie ja dann schon mal schlecht so Anzeichen hat, dass sie Krankheiten entwickelt und nicht schon im Vornherein dann so wie ein wandelndes Lexikon dann rumlaufen, ja, es könnte die oder die Krankheit oder die Plage oder Ungleichgewicht sein und ich könnte das oder das machen. Und da sind dann viele Leute einfach verwirrt und demotiviert, wenn es dann doch nicht klappt und werfen dann oftmals die Flinte ins Korn. Und wie gesagt, das Leben ist eigentlich der beste Meister, von dem wir lernen können. Und ich persönlich habe jetzt auch meine Permakultur, das Gärtnern, einfach so gemacht, ohne Ausbildung, ohne irgendeinen Kurs zu belegen, Permakultur-Design-Kurs oder was auch immer, habe ich alles nicht gemacht.
lediglich einfach nur die Erfahrung, als ich den regionalen Urproduzenten für 2 Jahre ausgeholfen habe und jetzt in dem letzten Jahr mit meinem Vater, als ich viel im Garten draußen bin. Natürlich habe ich auch viele Bücher gelesen, auch zum Beispiel die Humusrevolution. Zum Beispiel, alles ist halt einfach so die Basics und Grundlagen. Ich habe auch viele Bücher wie Selbstversorgung gelesen, so grundlegende Sachen, wie halt die Mischkultur ausschauen sollte, also die groben Sachen halt, und dann einfach ja selbst ausprobieren, sage ich mal immer. Ob das jetzt jemand im Internet sagt, die Kultur passt nicht mit der zusammen oder die und der, da hat jeder Gärtner eigentlich seine eigene Meinung und seine eigene Erfahrung. Das ist halt eigentlich der Erfahrungswert, weil im Internet liest man so viele Sachen. Der eine sagt das und der andere negiert das wieder und sagt genau das Gegenteil. Und da sind halt viele Anfänger dann recht überfordert. Und dann sage ich einfach, Leute, macht einfach eure eigenen Erfahrungen. Seid zum Beispiel wie ein Kind unvoreingenommen. Ihr habt kein Buch gelesen und geht einfach raus, macht und schaut, was passiert. Und einfach je nachdem handeln, wie eure momentane Situation ist. Das ist nämlich das Beste, was man machen kann im Garten, wenn man sich neue Themen aneignet. In der Ernährung, wie zum Beispiel in der Rohkostreinigung, wie ich sie zum Beispiel mache, aber auch im Studium. Da gibt es ja auch zig Studien, die eine behauptet das oder jenes, und einfach mal unvoreingenommen, ohne Vorurteile, einfach mal Sachverhalte aufnehmen und schauen, könnte es stimmen, könnte es nicht stimmen. Am besten mache ich meine eigenen Erfahrungen. Und das ist einfach das, was ich euch in dem Video einfach geben möchte. So die Grundlagen, die Basics in jedem Themenbereich, ja, aber zu viel ins Detail würde ich dann auch nicht mehr gehen, weil ja, was nutzt es, etwas zu wissen, wenn ich es nicht anwende? So hat es auch Goethe beschrieben. Also dann auch irgendwann das Wissen auch anwenden und raus und in der Praxis seine eigene Erfahrung machen. Theorie und Praxis, das ist das Wichtige. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir dieses Video gefallen hat. Natürlich würde ich mich auch über ein Feedback freuen, und natürlich schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wie ihr das seht. Seid ihr auch so eher der Mensch, der sich zunächst erstmal sich sämtliche Informationen holt, bis ins tiefste Detail alles ja, anliest, durchliest und erst dann in die ins Handwerkliche oder in die Praxis übergeht, oder seid ihr mehr die, ich mache das sofort, ohne irgendwas zu lesen, und schaue, was rauskommt. Würde mich sehr interessieren, wie ihr dazu steht. Natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung, vor allem über einen Daumen nach oben, freuen. Und natürlich könnt ihr meinen Kanal auch kostenlos abonnieren und auf die Glocke drücken, damit ihr auch kein Video mehr von mir verpasst bezüglich der Permakultur oder bei solchen Videos, wo ich allgemeine oder allerlei Themen anspreche, die mich gerade so bewegen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und ich wünsche euch wunderbare und sonnige Tage. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.